Einen crazy Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu der ersten Folge Crazy Shit. Heute wollte ich eigentlich nur kurz erzählen, was Crazy Shit ist, was jetzt so abgeht und ja, was ich mir darunter vorstelle. Oben links mal wieder die Facecam und im Hintergrund seht ihr ein kurzes CSGO-Wettkampf-Gameplay. Also was ist Crazy Shit? Crazy Shit wird ein Projekt sein, wo ich über mein verkacktes Leben rede, was mir so durch den Kopf geht und jeden anderen Scheiß. Ich hoffe jetzt gerade ist die Facecam nicht abgeschissen, sonst seht ihr die Facecam etwas später. Ja, ich muss auf die Zeit achten, wie viele Minuten ich aufnehme, denn das Gameplay geht heute nur 5 Minuten. Lass mich gucken. Verdammt. Das Gameplay geht heute nur 5 Minuten 44, war ein kurzes Wettkampfspiel und wir haben natürlich gewonnen. Auf jeden Fall, Crazy Shit sind aktuelle Themen, die mich beschäftigen, worüber ich reden werde. Kann aber auch mal einfach sein, was mich total ankotzt. Könnte auch mal irgendwann in Vlog-Form kommen, aber meistens mit Gameplay im Hintergrund. Ist egal welches Gameplay, ihr könnt mir natürlich auch gerne Gameplays einschicken. Dafür wird bald ein Dingens geben, wird es demnächst ein Anmeldeformular geben, was bald kommt, jetzt noch nicht. Jo, dann gibt es ja neben Crazy Shit. Jetzt bin ich hängen geblieben. Ja, stimmt so. Ich habe jetzt den Uploadplan, wo montags und freitags Minecraft PvP kommt. Mittwochs halt Crazy Shit und donnerstags kommt eigentlich, wenn ich du wäre, und Dienstag habe ich nämlich vergessen, Minecraft DNA. Ja, da heute mein erster Schultag ist und ich viel Vorbereitungen gemacht habe für die Schule, kam Montag und Dienstag halt kein Minecraft PvP und für Dienstag halt kein Minecraft DNA. So, jetzt habe ich mir natürlich wieder Scheiße gelabert, aber egal. Diese zwei Sachen kommen heute nach. Nämlich heute um 14 Uhr ist ja Crazy Shit gekommen, um 16 Uhr kommt jetzt Minecraft PvP und um 18 Uhr kommt Minecraft DNA. Ich hoffe, das kriege ich bis dahin hin. Wenn etwas nicht kommt, auch wenn ich es jetzt versprochen habe, wegen meiner beschissenen Internetleitung, ich versuche das jetzt wieder über Nacht hochzuladen. Ich versuche nämlich auch jetzt jeden Abend wieder was hochzuladen, damit ihr am anderen Tag was habt. Aber wenn das mal wieder nicht funktionieren sollte, wisst ihr warum? Kein Internet gestreikt oder irgendeinen beschissenen Scheiß. Liegt halt daran, dass ich nur eine 6K-Leitung habe und nix dran ändern kann. Bei mir wird halt gerade ausgebaut und Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, Ende Februar, nächsten Jahres März, keine Ahnung, kann sein, dass ich eine 50K-Leitung habe. Das wäre natürlich mein Traum und ja, dann kann ich auch 2 Videos pro Tag bringen und nicht nur eins. Dann werde ich mir einen neuen Bildschirm holen, damit ich mal Full HD 1080p. Und ja, ich danke schon mal jedem, der mich unterstützt hat. Ich habe jetzt auch 2 nette Kommentare wieder bekommen unter ein paar Videos oder unter meinem Kanal, dass meine Videos klasse sind. Ich soll weiter so machen. Ja, keine Ahnung. Ich danke euch dafür und gute Unterstützung. Danke für die Abos. Und ja, ich versuche halt hohe Qualität in den Videos zu halten. Ich habe jetzt Facecam eingebracht, auch wenn es da manchmal noch ein bisschen mitbuggt, wie bei Minecraft PvP, da musste ich schon 3 Aufnahmen verwerfen. Deswegen nimmt Rücksicht, das sage ich auch im nächsten PvP-Video. Wenn keine Facecam da ist, nimmt einfach Rücksicht drauf, weil ich noch einige Probleme habe, weil irgendwie dieses Aufnahmeprogramm der Webcam streikt. Auf jeden Fall haben wir noch lange. Ich dachte, ich wäre jetzt fertig. Aber gut, wir haben noch was. Es ist was anderes, echt ungewöhnlich für mich, dass ich jetzt hier eiskalt, nein, so sieht scheiße aus. Ich guck gerade schön auf den Bildschirm. Eiskalt ohne Zocken rede, sondern einfach hier nur rede und nicht spiele. Ein Hintergrund Gameplay, das ist voll die Umstellung für mich. Egal. Hier bin ich gerade noch nebenbei für die Fahrschule am Üben. Die kommt jetzt auch bald dran, Theorieprüfung. Ja, was soll man machen? Oh, verdammt, jetzt wackelt hier das komplette, die Dosen hier oben. Wie man vielleicht schon mal im Video gesehen hat. Product Placement müsste ich mal wegräumen. Alter, jetzt kippt hier alles um. Keine Ahnung, warum ich die da stehen hatte. Weiß ich wirklich nicht. Aber ich wünsche euch noch viel Spaß mit den letzten 44 Sekunden des Gameplays. Denn ich verabschiede mich jetzt hier mit der Webcam. Obwohl, nee, komm, doch nicht. 5 Minuten 44 kriege ich doch wohl hin. Was habe ich denn noch für Themen? Ja, Fahrschule mache ich gerade. Ja, Themen.
Themen, die ihr gerne besprechen wollt, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, weil dann hätte ich ein Thema von der Community, was die Community interessiert. Und wenn das Thema schon in den Kommentaren stand, einfach nur hochliken, damit ich weiß, welches Thema euch am meisten gefällt und so ein Scheiß. Und ja, das war's jetzt aber gleich schon mit dem Video. Wir sehen uns dann. Bleibt crazy. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass jetzt wisst ihr, was crazy shit ist. Mal gucken wegen Intro, Outro, wie sich das entwickelt. Wenn ihr jemanden kennt oder ihr selber Intro, Outros macht, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis dahin, bleibt crazy und tschüssen!